Leute, es ist endlich soweit. Der erste Trailer für die Season 11 ist raus. Er wurde gerade eben geleakt. Wir schauen uns den jetzt direkt an. Let's go. Ich werde ihn erstmal einmal komplett durchlaufen lassen. Und dann schauen wir uns das im Detail nochmal an. Oh, es ist so safe eine neue Map. Und so viele neue Skills. Alter. Einfach so riesige Berge da. So eine Klippe. Und es gibt Boote. Leute, man kann Leute tragen. Man kann Leute tragen. WTF, Leute. Also, erstmal, safe eine neue Map, ja. Safe eine neue Map. Ich meine, das sieht alles komplett anders aus. Ey, es sieht so crazy aus. Es gibt jetzt auf jeden Fall safe Boote. Ja, man sieht schon, man kann mindestens zu dritt, ich denke mal auch zu viert da drin sitzen. Erstmal, okay. Battle Pass. Sind all die Skins hier im Battle Pass drin? Es gibt so einen Blob. so eine Billardkugel. Minigun-Skin sehe ich hier schon. Okay. Oh, was war das? Das sah aus wie so ein Atomkraftwerk. Einfach so ein riesiger Atommeiler im Hintergrund. Okay. Was stand da? New ways to level up. Okay. Oh, das, Leute, das sieht aus wie ein komplett neues Biom. Habt ihr das gerade gesehen? Hier? Das sieht so gar nicht mehr nach Fortnite aus. So helles, gelbes, orangenes Gras. Mega heftig. Survivor Metal Upgrade. Es scheint Metals zu geben. Okay. Man kann Tankstellen hochjagen. WTF. Four Eliminations. Man kann angeln. Man kann schwimmen. Leute, man kann einfach schwimmen. Schaut euch das mal unten links an. Man kann aus was ist der da rausgesprungen? Einfach aus so einer Tonne springt er einfach raus. WTF. Alter, ich bin mega flashed. Dann so eine riesige Klippe hier, wo man einfach runterspringt ins Wasser. Hier sind diese Hüpfdinger. Und allein im Hintergrund, das sieht schon mega heftig aus. Und hier, das ist für mich eins der absoluten Highlights. Einfach so ein Boot. Und Bootkämpfe. WTF. Wie heftig ist das denn bitte? Und das ist auch, also der Trailer ist einfach super geil. Vor allen Dingen im Hintergrund, ihr seht schon einen Leuchtturm, einen Strand. Und es gibt einfach die Möglichkeit, Leute zu tragen. Ist es, wenn dein Teammate down ist, dass man ihn dann einfach mitträgt? So, wisst ihr, wenn er auf dem Boden liegt, genockt ist, dass man ihn einfach mitschleppt in die Zone? Oh, was war das? Das will ich mir noch anschauen. Es gibt so eine Strand-Area. 1500 V-Bucks bekommen und durch den Battle Pass wahrscheinlich. Und hier sehen wir nochmal die ganzen Skins. Also den gibt es auf jeden Fall in verschiedenen Styles. Da sehen wir den Fisch-Skin im Hintergrund. Okay. Mega heftig, ey. Mega heftig. Also ich bin echt geflasht. Leute, mega krass. Schreibt mir mal in die Kommentare, wie ihr das findet. Dieses schwarze Loch hat mich ja mega abgefuckt, aber das finde ich richtig geil. Also Props, allein was ich jetzt gesehen habe, hypt mich richtig auf die Season 11. Ich hoffe, dass es jetzt auch schnell an den Start geht. Weil, Leute, es ist einfach eine neue Chest. Ich sehe es jetzt erst, Leute, es gibt eine neue Chest, neuen Chest-Type. Und da hinten ist das ein Bunker. Der Bunker brennt. Alter, WTF. Also, Leute, ohne Witz, ich bin mega geflasht, mega gehypt. Ich hoffe, dass die Season online geht. Ey, ich kann es nicht abwarten zu spielen. Fortnite-Hype ist sowas von real back. Also WTF. Da, wenn jetzt der Mac raus ist, ihr habt alles richtig gemacht. Ich bin so gespannt. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was, wie ihr das findet. Und Leute, ich werde euch informieren, wenn es was Neues gibt. Mega krass. Bis dann.